Herzlich willkommen zur Eröffnung der Ausstellung Bürgerliches Stadtleben und ländliche Idylle, Minna Köhler-Röber, die Malerin. Ich freue mich sehr, dass ich auch einige besondere Gäste begrüßen kann. Frau Seekamp, die heute zum ersten Mal bei einer unserer Eröffnungen in Gebärdensprache übersetzen wird. Wir wollen weiter fortschreiten in der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung und insofern freue ich mich sehr, dass Frau Seekamp heute unsere Worte übersetzen wird. Die Malerin Minna Köhler-Röber. Die Malerei der sogenannten verschollenen Generation findet bereits seit vielen Jahren einen regelmäßigen Ausstellungsort bei uns auf der Zitadelle Spandau. Als Künstlerinnen und Künstler der verschollenen Generation bezeichnet man jene, die in den Jahren vor 1900 geboren wurden, in der Regel bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs studierten und bereits vor dem Krieg bzw. in den 1920er Jahren erfolgreich in Ausstellungen präsent waren. Viele von ihnen gehörten zu den bekannten Größen des deutschen Kunstlebens, so wie zum Beispiel die in Berlin bekannten Maler Wilhelm Kohlhoff, Moritz Melzer, Franz Heckendorf und Paul Kother. Oder eben auch Johann Walter Kurau, der Lehrer Minna Köhler-Röbers. Sie waren oft mehr als erfolgreich, gerieten aber durch die Verfemung der Nationalsozialisten als entartet und die Wirren des Krieges in der späteren Bundesrepublik und der DDR großenteils in Vergessenheit. Bei Walter Kurau ist es die Malerei, die gerade auch bei vielen seiner Schülerinnen und Schüler eine sehr eigene Gestalt, vor allem hinsichtlich eines gedämpften Kolorits und eines eher pastos angelegten Farbauftrags annimmt. In dieser Ausstellung mit weiten Teils kleinformatigen Naturstudien und Landschaften von Minna Köhler-Röber, eben den klassischen Malkastenformaten, kann man das abstrahierende Arbeiten vor der Natur sehr gut studieren und nachvollziehen. Die Farbigkeit ist stets stark abgemischt und von einer eher matten und grau durchsetzten Substanz. Ganz gleich, ob südliche Landschaften im Sonnenschein oder nördliche Motive im Herbst, es gibt nur wenige Amplituden in der Farbintensität oder in der Lichtführung. Stattdessen eine stringent durchgearbeitete Malweise in gedämpften Tönen und wenigen gesetzten Farbflächen. Der Bildaufbau ist nahezu immer klassisch durchkomponiert. Es gibt keine expressiven Verzerrungen oder Verschiebungen, kein Changieren, wie man das so von den Expressionisten kennt, von den Dresdnern, zwischen Vogel- und Froschperspektive, also sehr seltsame Perspektivkonstruktionen, wie wir es zum Beispiel von den zeitgleich arbeitenden Brücke-Künstlern kennen, sondern nur eine Blickperspektive, innerhalb derer das ganze Bildgeschehen aufgefasst ist. Minna Köhler-Röber, das werden wir gleich auch noch von Herrn Jürgen Köhler, einem Nachfahren, hören, hat nie in der großen Öffentlichkeit gestanden, sondern eher im Stillen diesen konsequenten Weg, den ihr Johann Walter Kurau aufzeigte, weiterverfolgt. Wir lernen in dieser Ausstellung im kleinsten Format der Malerei eine Künstlerin kennen, die innerhalb der großen Strömungen des 20. Jahrhunderts ihren eigenen Weg Bild für Bild, Station für Station weiterverfolgt hat. Für dieses Erlebnis danken wir sehr herzlich der Galerie Sabatier in Verden, die uns großzügigerweise für die kommenden 3 Monate über 60 Werke aus dem Nachlass der Künstlerin überlässt. Und das ist ein Applaus wert. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich, dass Sie hier bei der Ausstellung meiner Großmutter Minna Köhler-Röber mit dabei sind, da das heute das allererste Mal ist, dass die Großmutter als alleinige Künstlerin hier ausgestellt wird. Sonst war sie immer zu sehen im Kontext entweder zu den Malweibern in Charlottenburg oder im Kontext zu ihrem Malmeister Walter Kurau. Minna Köhler-Röber ist am 4.2.1883 geboren in Reichenbach im Vogtland und ist mit 74 Jahren am 18.08.1957 in Friesen bei Reichenbach gestorben. 1914-15 besuchte sie die Höhere Fachschule für Textiltechnik und erlernte nicht den Beruf, aber zumindest das Rüstzeug zur Musterzeichnerin.
Gleichzeitig hatte sie eine Ausbildung in München in der Kunstgewerbeschule von von Demschütz. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann dann nochmal eine relativ große Schaffensperiode. Zu DDR-Zeiten war es halt nicht ganz so opportun, diese Sujets irgendwo zeigen zu können, denn 1952 war die letzte Ausstellung von Minna Köhler-Röber im Völkerkundemuseum in Leipzig. Danach nicht mehr. Ja, dank der Internetseite und dank einer Pura-Ausstellung im Jahr 2007 hier an derselben Stelle hat Herr Sabatier Minna Köhler-Röber entdeckt und es war ja der Kontext zu Kurau mit zu sehen. Und da begann für uns dann, sage ich mal, diese schmerzliche Erfahrung, dass man mit den Bildern heute nicht mehr viel anfangen kann, war dann Gott sei Dank zu Ende. Und da sind wir sehr dankbar. Vielen Dank. Und